Seit Jahrmillionen arbeitet die Natur im Kreislauf. Das heißt, alles, was in der Natur produziert wird, ist wieder Ursprungsstoff für einen neuen Stoff in der Natur. In diesem Kreislauf haben auch wir Menschen uns Jahrmillionen bewegt oder Hunderttausende von Jahren, solange es uns Menschen halt schon gibt. Aber in den letzten 200 Jahren der Industrialisierung sind wir auf den guten Gedanken gekommen, auch Stoffe zu entnehmen und so umzuwandeln, dass sie nachher so giftig sind, dass sie eben nicht von der Natur wieder in einen guten Zustand gebracht werden können. Und das entpuppt sich immer mehr als Fehler. Das heißt, wir müssten eigentlich auch schauen, dass wir in unseren industriellen Prozessen von einem Ausgangsprodukt kommen und nachher wieder in dieses Ausgangsprodukt zurückgehen und dazwischen eine Nutzung haben, die uns nutzt, aber eben keine Gifte entstehen. Und das ist auch zu machen. Dafür gibt es sehr viele Konzepte. Es ist halt ein bisschen teurer noch, als den Müll zu produzieren. Aber es ist natürlich sinnvoll, weil wir so wieder uns an die natürlichen Prozesse angleichen und eine gute Zukunft haben können.